Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich freue mich unfassbar doll. Erst einmal, das neue Elif-Album kommt bald, Junge. Holy shit, ihr wisst, wir haben zum Nachtalbum einiges gemacht und ich habe Elif ja erst durch das Nachtalbum entdeckt. So wie ich jetzt auch erst vor kurzem Nina Chuba entdeckt habe, also das heißt entdeckt, also für mich entdeckt gefunden habe, Junge. Und ich bin bei manchen Leuten echt immer sehr spät, aber ich freue mich umso mehr, dass wir jetzt dieses Album hier wirklich Song für Song begleiten können. Und die neue Single Roses ist draußen. Ich denke, die meisten von euch sollten das von TikTok schon kennen, die Hörprobe zumindest, ja, oder auch von Instagram. Ich bin ultra gespannt auf das ganze Ding und auf TikTok Elif auch ultra am Start, Junge. Keine Ahnung, wie oft die auf meiner For You-Page angezeigt wird, wie viel sie hochlädt, aber es ist insane, was sie da für ein Output macht. Auch sehr unterhaltsame TikToks teilweise. Heute haben wir jetzt hier, also Roses am Start. Ich bin sehr aktuell, ich habe das Video lieberweise früher bekommen. Deswegen checkt auf jeden Fall den originalen Videolink ab, ganz oben in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar, wenn ich dran denke, auch noch. Und geht erstmal darauf, lasst da Liebe da, lasst da Support da, ganz wichtig natürlich. Aber umso mehr freue ich mich jetzt, wie gesagt, hier reinhören zu dürfen, ja, bei Roses. Ich hoffe auf ein wunderschönes Musikvideo. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Krass. Krass. Elif. E-L-I-F. Krass, das ist krass, Junge. Wow, das sieht wunderschön aus. Oh mein Gott, das sieht wieder so schön aus, dass ich direkt wieder ein Poster haben will. Oder jetzt diesmal, vielleicht bin ich komisch, aber das wäre ein wunderschönes Teppichmotiv. Just saying. Wow. Holy shit. Das sah wunderschön aus. Boah. Amy Winehouse wieder Drogen nimmt. Das ist die Hörprobe, die wir kennen. Ich vergesse nie meinen ersten Crush. Krass. Du hast für immer in meinem Herzen Platz. Oh shit, Mann. Oh shit. Okay, sorry, Officer. Was passiert jetzt? Krass, Mann, wie clean dieses Musikvideo ist. Das ist auch 4K. Holy shit. Alright. Bro, ich mag, wie so die blau, chromblauen Nägel so diesen, so einen Color Break quasi machen. Wobei, es spiegelt sich im Make-up und bei den Augen so ein bisschen wieder diese Farbe. Aber sonst so wirklich schwarz und gold. Krass. Damn, okay. Auf dem Schulhof hinter Gittern hörten Oasis and the Killers. Hatten einen Frühling, hatten einen Sommer und einen Winter. Boah, diese High Notes. Dachten nicht, das hält für immer. Immer wenn mein Herz ein Panzer wird, denke ich an den Ring von dir, die Zeit mit dir und fühle wieder, wie es mal sein kann. Wow, ey. Krass, ich finde so, ich finde diese verschiedenen Szenenwechsel krass. Wir haben einmal im Studio vorm Fernseher, wir haben das vor dieser Betonwand, wir haben dann gerade eine Motorradszene gehabt und wir haben jetzt auch dieses mit diesem Hochzeitsding, wo sie eine Rose in der Hand hält. Krass, sehr, sehr heftige, viele Szenenwechsel. Mal sein kann. Ich träum von uns weiter. Weck mich auf, wenn Outkast wieder Roses singt. Oh mein Gott, ja. Amy Winehouse wieder Drogen nimmt. Ich vergesse Schöne Szene. Wow. Ey, diese Szene hier mit dem Motorrad in dem Tunnel erinnert mich sehr, sehr doll an das Ding mit Samurai irgendwie. Da war doch auch so ein Motorrad, da hatte sie ein ähnliches Outfit an. Soll wahrscheinlich nicht daran erinnern, aber hat mich einfach jetzt gerade krass daran erinnert. Das finde ich eine coole Szene vor diesem Fernseher so. Das ist eine coole Szene. Junge, wie viele Szenenwechsel haben wir denn, Junge? Holy shit. Und wie lang sind die Haare hier? Bro, da wachsen so Rosen. Ach man, ich muss wieder ein halbes Kunststudium, ja? Ein halbes Kunststudium abschließen, so wie mein Schließfach, um hier zu checken, was dieses Video mir sagen will alles. Aber ich bin einfach froh, dass es einfach schön aussieht und dass wir so viele verschiedene Szenen haben. Das ist schon krass, Mann. Das ist ein krasses Musikvideo, finde ich. Wow. Boah. Das ist echt auch, das so, keine Ahnung, ist so ein heavy Text irgendwie, finde ich. Wisst ihr, also, keine Ahnung, also,
Das hittet auf jeden Fall. Und gerade die Performance hier mit der Waffe ist so ein. Die passt einfach, finde ich. Die passt, die passt. Das ist eine wunderschöne Szene. Oh mein Gott, das ist. Ist das das Cover von Endlich tut es wieder weh oder ist das das Cover? Ich schaue jetzt live nach. Ist es das Cover von Endlich tut es wieder weh oder von einem älteren Ding? Elef, was ist denn das für Promo? Wo ist denn das Albumcover hier auf deinem Instagram? Das kann ja gar nicht angehen hier. Ist es das Cover? Ich finde es nicht so. Das hier. Ist es das? Endlich tut es wieder weh. Ich hab's gefunden. It is it. It is it. It is it. Recreated, weil das Make-up different ist. Aber hier haben wir es. Hier haben wir es. Habe ich doch gesehen. Cool. Vielleicht ist es auch daraus, aber das Make-up sieht schon slightly different aus. Wobei die Nägel sind gleich. I don't know. Auf jeden Fall habe ich es erkannt. Sehr gut. Krass. Weck mich auf, wenn August wieder Roses singt. Amy Winehouse wieder Drogen nimmt. Oh, das hört sich jetzt wunderschön an gerade. Ich vergesse nie meinen ersten Crush. Einfach raw Vocals. Du hast für immer in meinem Herzen Platz. Weck mich auf, wenn August wieder Roses singt. Krass. Das hat so voll, der Track hat so einen sehr befreienden Vibe irgendwie auf mich. Einfach so locker, luftig, leicht. Also auch wenn es textlich halt so ein bisschen so auch um frühere Sachen geht, die jetzt zerbrochen sind, die nicht mehr so nice sind, hat das hier so einen sehr befreienden Vibe. Und gerade der Refrain ist einfach unfassbar schön und hat für mich fast schon so was Sommerliches, Leichtes irgendwie an sich auch. Krass, Bro, wir haben so viele verschiedene Outfits, so viele verschiedene Szenen. Es ist wirklich krass, für so eine kleine Szene einfach nochmal hier Pfeil und Bogen rausgeholt. Damn. Also ich muss eine künstlerische Analyse starten auf dieses Video, glaube ich. Auch schön aus hier. Ey, sympathisch, ich lieb's, wenn solche Shots mit reinkommen. Nice. Cool. Krass. Ey, wunderschöner Song, Mann, oder? Ich liebe bis jetzt den Style vom neuen Album. Es ist wirklich eine andere, ganz andere Richtung. Wenn man das mit Nacht vergleicht, kann man nicht vergleichen quasi. Ist wirklich, das hat am ehesten vielleicht, wenn man das mit Nachtalbum vergleichen wollen würde, den Vibe von Gitarre. I would say. Wisst ihr, irgendwie so locker, luftig, leicht ein bisschen. Und trotzdem eben vom Textlichen her so ein tiefgehenderes Thema. Tiefgehenderes Thema? Das war korrektes Deutsch tatsächlich, ja. Krass, Mann, aber wunderschön. Ey, also wir brauchen nicht über ihre musikalischen Fähigkeiten reden, die sind wirklich insane. Ich liebe ihre Stimme und die ist hier nochmal allgemein auch viel softer gewesen, habe ich das Gefühl. So einfach softer gewesen, ich kann es nicht anders beschreiben. Ich bin geflasht vom Musikvideo auf jeden Fall. So viele verschiedene Szenen, die mir unfassbar gut gefallen haben. Viele Outfits, die geil waren. Und einfach viel verschiedenes Make-up, viel Input gehabt. Und visuell einfach sehr ansprechend gewesen von den Szenen her, die sie ausgewählt haben. Fand ich nice. Wie gesagt, es gibt wahrscheinlich viele Sachen, die man hier so reindeuten kann noch. Schreibt da gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwas gesehen habt, wo ihr sagt, ey Bro, das könnte das und das heißen. Ansonsten freue ich mich, wie gesagt, einfach auf den Output von Elef. Ich bin super gespannt aufs ganze Album, auf die nächsten Singles. Das hier ist einfach ein krasser Ohrwurm. Wir kennen ihn, wie gesagt, alle schon von TikTok, Instagram, whatever. Ist einfach ein super Ohrwurm. Und ich freue mich sehr aufs Album und auf den Vibe der restlichen Songs. Ansonsten, wie gesagt, checkt das originale Video ab, lasst Support und Liebe bei Elef da und checkt ansonsten gerne meine anderen Elef-Reactions aus. Wir haben zu jedem einzelnen Elef-Song, der seit Nacht rausgekommen ist oder mit Nacht rausgekommen ist, eine Reaction gemacht. Oder? Doch, ich glaube schon, ja, deswegen checkt gerne mal ab. Und auch zu den Nacht-Sessions, zu den Covers von ihr selbst, diese Akustik-Sessions haben wir Reactions gemacht. Zu dem O2-Live-Konzert haben wir eine Reaction gemacht, halbe Stunde, also a lot of Elef-Content auf meinem Kanal zu finden. Ja, wunderbaren Tag, bleibt so gut aussehen wie immer, ich hoffe, ihr bleibt es und ciao.